Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. You can stand under my umbrella. Ella. Ella. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ach ja, der schützende Regenschirm der OCN Distribution, der quasi Muttercompany von Vinegar Syndrome, der wurde jetzt auch über einem neuen internationalen Label aufgespannt, nämlich dem australischen Label Umbrella Entertainment. Was für ein absolut perfekt passendes Beispiel. Umbrella ist tatsächlich ein wirklich renommiertes australisches Label, das dort schon einige tolle Editionen veröffentlicht hat, die auch für internationale Sammler eigentlich recht interessant sind, aber jetzt sind sie mehr oder weniger unter der schützenden Hand von Vinegar Syndrome und können dort auch einige exklusive und limitierte Schuber-Editionen veröffentlichen. Und die erste Version, die sie in diesem Fall gebracht haben, ist der Film Undead aus dem Jahr 2003 von den beiden Spierig-Brüdern Peter und Michael, die den meisten von euch wahrscheinlich einerseits als Regisseure von Daybreakers, einem durchaus interessanten Vampirfilm aus dem Jahre 2009, beziehungsweise natürlich Winchester mit Helen Mirren oder hauptsächlich dem Film Jigsaw, dem achten Teil des Saw-Universums, bekannt sein dürften. Damals wurde der Film in der ungeschnittenen Fassung von der FSK ab 16 Jahren freigegeben und landete von Eon New Media, damals eben auch sowohl als Standard-Edition im Keepcase beziehungsweise als Zweidisc-Edition im Digipack in unseren Regalen. Mittlerweile übrigens auch schön reißerisch mit FSK 18 Logo und Nightbreakers The Undead Titelschrift, sogar einem Typ mit einer Schrotflinte und einer Gasmaske vorne drauf. Yikes! Aber was eben in dem Fall interessant ist, ist, dass der Film zwar eben mit diesem grässlichen deutschen Titel auch eine deutschsprachige Blu-ray Veröffentlichung bekommen hat, das aber natürlich jetzt hier in Australien, beziehungsweise in dem Fall in Amerika, der australische Film vom australischen Label, eine neue Version erschienen ist. Und da bekommen wir ein, wie ich finde, absolut großartiges, grenzgeniales Cover-Artwork. Was ich in dem Fall nämlich relativ interessant finde, ist, wie dieser Stil einerseits gleichzeitig ein bisschen gezeichnet aussieht, vor allem hier in den feineren Strukturen, andererseits aber auch irgendwie einen fast fotorealistischen Look an den Tag legen kann. Und finde ich hier einfach einen ziemlich coolen Look macht. Was mich dann allerdings wirklich davon überzeugt hat, dass ich diesen Release in meiner Sammlung brauche, ist natürlich jetzt, wie gesagt, abgesehen von dem ganzen Schuber und weniger Syndrome-Zeugs, etwas, das wir uns gleich anschauen, wenn wir dann die Verpackung geöffnet haben. Hier finde ich zum Beispiel extrem genial, wie man diese schwebenden Kreaturen noch eingebaut hat und natürlich auch die Tatsache alleine, dass es sich hier um ein durchgehendes Motiv handelt, das eben vom Frontcover hier auf den Spine und auf das Backcover übergeht. Das ist, finde ich, eine wirklich hochwertig gemachte Veröffentlichung und Geschichte, die mich das hier angesprochen hat. Natürlich, wenn wir das jetzt dann entfernen, bekommen wir das Hauptmotiv, das einige von euch wahrscheinlich noch kennen. Das war das alte Originalplakat, beziehungsweise eben auch das alte deutsche Eon-Cover, bevor dann die andere Grausamkeit übernommen hat. Wir bekommen dann hier natürlich auf dem Backcover ein paar weitere Informationen. Interessant sicherlich für einige, dass der Film Region Code Free ist, aber natürlich, nachdem es sich um einen australischen Film handelt, sollte man auch damit rechnen, dass der englische Originalton in dem Fall nicht ganz leicht zu verstehen ist mit seinem Aussie-Slang. Aber was recht cool ist, ist also nicht, dass das hier umfällt im Hintergrund ist und auch nicht, dass mein Case ganz offensichtlich den Versand nicht richtig überstanden hat, sondern dass wir eben hier auf der Disc, die netterweise übrigens auch die australische Original-Freigabe mit drauf hat, sondern dass hier auf der linken Seite mit dem Original Artwork auch eine Soundtrack-CD mit an Bord ist, und die war es dann tatsächlich, die mich letzten Endes davon überzeugt hat, diesen Titel in meine Sammlung mit aufzunehmen. Was ich spannend finde, ist, dass wir hier dann noch ein alternatives Plakatmotiv, so quasi die Vorgeschichte dazu, den
direkten Gegenpart quasi bekommen und dass wir dann unterhalb von der Soundtrack-CD, yikes, das ist offensichtlich tatsächlich ein Originalmotiv, dieses deutsche Neuauflagen-Cover bekommen, beziehungsweise aber dann auch hier die Tracklist mit den insgesamt 17 Tracks, die hier auf der CD enthalten sind. Aber was Umbrella offensichtlich ebenfalls macht, was gar nicht mal so üblich ist für ein Vinegar Syndrome Partner Label, ist, dass wir hier, man sieht dann hier eigentlich ganz schön in der Vergrößerung diesen Detail gerade hier, eine Poster-Version von dem neu angefertigten Cover-Artwork mit dabei haben. Das sehen wir, finde ich dann, wenn ich das entsprechend vor der Kamera präsentieren kann, finde ich noch einmal auch schön, wie man eben diesen Stil, der ganz offensichtlich eben einige Realfotos genommen hat und dann hier für dieses Poster arrangiert hat. Aber trotzdem einen guten Detailgrad an den Tag legt, gefällt mir eigentlich. Dass wir aber eben neben diesem zusätzlich dann auch noch ein Booklet mit an Bord haben. Eben ein Goodie, das bei Vinegar Syndrome und den Partnerlabels eigentlich gar nicht mal auf dem normalen Speiseplan steht. Hier dann übrigens, das ist auch sehr fein, dass man das einfach aufklappen kann und sich hier dieses neue Cover Artwork dann natürlich auch in der Komplettansicht anschauen kann, dass wir dann, wenn wir hier einmal drüber blicken, im Inneren natürlich einerseits ein bisschen Text über den Film bekommen, beziehungsweise auf der anderen Seite auch das ein oder andere Szenenbild. Meiner Meinung nach eine ziemlich coole Sache, inklusive hier auch Behind-the-Scenes-Aufnahmen und eine relativ coole Gore-Szene aus dem Film. Meiner Meinung nach eine gelungene Sache, ein gelungener Einstand von Umbrella ins Vinegar Syndrome-Universum und ein Label, wo ich mir sicherlich den ein oder anderen Release auch noch holen werde, wo ich aber sicherlich nicht auf irgendeine vollständige Sammlung gehen werde, weil das tue ich bei Vinegar wirklich nur bei Vinegar. Und bei den Partnerlabels picke ich mir die Titel raus, die mich interessieren, aber Undead war in diesem Fall dabei.